Hi, mein Name ist Nathalie und heute gibt es bei Place to Be Stars und Stories von und mit Betty Taube, Melina Sophie, Bibis Beauty Palace und vielen, vielen mehr. Bibis Beauty Palace hatte gestern Anlaufschwierigkeiten, in die Woche zu starten. Nach ihrem Geburtstag am vergangenen Samstag ging die Woche bei der YouTuberin eher nicht so motiviert los. Ein richtiger Tag, wo ich irgendwie nicht wach werde. Ich bin so am Arsch. Und ich habe richtig Bock, nicht gut zu essen. Am Ende schaffte sie es dann doch noch an den Laptop. Für diese Mädels ist wohl kein Winter zu kalt. Das eisige Wetter in den letzten Tagen hält YouTuberin Melina Sophie nicht davon ab, draußen im knappen Body zu posen. Auch Instagrammerin Ia Ostergren stellt ihre über 1 Meter langen Beine im Schnee zur Schau. Die brasilianische Sängerin Anita setzt im Bikini beim Skifahren noch einen drauf. Und bei Schauspielerin Lele Pons sieht man eindeutig, dass den Mädels auch bei den heißesten Posen arschkalt ist. Auch diese Woche geht's in unseren Insights wieder um die ehemaligen Teilnehmerinnen von Germany's Next Topmodel. Wir beginnen mit der Gewinnerin der dritten Staffel 2008, Jennifer Hof. 6 Jahre nach ihrem Sieg gab sie bekannt, ihre Modelkarriere zu beenden, da ihr der Fashion-Zirkus zu oberflächlich vorkam. Sie begann eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und ist mittlerweile stolze Mutter. Außerdem ist sie unter dem Namen Toxona als Gamerin aktiv und hat knapp 10.000 Follower auf Twitch. Luisa Hartemar ist dagegen im Model-Business geblieben. Während der 7. Staffel war sie als die Schüchterne bekannt. Heute ist sie auf den Laufstegen der Welt zu Hause. Nach ihrem Sieg 2012 zog sie nach New York, wo sie als Model durchstartete. Mittlerweile wohnt Luisa wieder in Deutschland und arbeitet auch weiterhin als Model. In der vorletzten Staffel ist Vanessa Tamkan frühzeitig ausgestiegen. In unserem Place to Be Podcast beschrieb sie die Zeit während der Ausstrahlung der Staffel als eine der schwersten Zeiten in ihrem Leben. Mittlerweile ist sie als Model und Influencerin tätig. Außerdem erwartet sie ihr erstes Baby und setzt sich ehrenamtlich für Straßenhunde in Griechenland ein. Auch Anna Wilken entschied sich, die Show frühzeitig zu verlassen. Sie nahm in der 9. Staffel teil. Aufgrund starker Schmerzen entschied sich Anna, freiwillig aus der Show auszutreten. 2 Jahre später wurde bei ihr die Unterleibserkrankung Endometriose diagnostiziert. Anna nutzt mittlerweile ihren Instagram-Account, um über die Krankheit aufzuklären. Während der Dreharbeiten zu GNTM lernte Anna außerdem ihren aktuellen Freund, den Fußballer Sages Adamian, kennen. Kommen wir zu einer Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, die eine sehr große Veränderung hinter sich hat. Wanda Badwal wurde in der 3. Staffel 4. und war nach ihrer Teilnahme erfolgreich als Werbegesicht tätig. Inzwischen ist die 36-Jährige aber kaum wiederzuerkennen und als Yogalehrerin, Autorin und Spiritual Guide tätig. Vom Laufsteg ins Tonstudio ging es für Sarah Almorill. 2019 nahm sie an der Show teil und belegte den 7. Platz. Beruflich gab es 2020 eine große Veränderung bei ihr, denn sie veröffentlichte ihren ersten eigenen Song. Aktuell ist sie als Model, Influencerin und Sängerin tätig. 2011 gewann Jana Bella die Castingshow. Heute, 10 Jahre später, betreibt sie mehrere Backshops und ist nebenbei noch als Model tätig. Kommen wir zur allerersten Gewinnerin von Austria's Next Topmodel. Nachdem sie 2009 die österreichische Version der Castingshow gewann, kam Larissa Marold automatisch in die Top 10 von Heidi. Hier fiel sie vor allem durch ihre zickige Art auf. Seit einigen Jahren hat sie diese Rolle jedoch abgelegt und schlüpft nun in ganz andere, wie zum Beispiel im Fernsehen bei Sturm der Liebe. Betty Taube startete durch die Teilnahme an Germany's Next Topmodel in ein komplett neues Leben. In unserem Place to Be Podcast erzählt Betty, dass sie früher in einem Jugendheim aufwuchs, aus dem sie mehrmals versuchte abzuhauen. Nach ihrem Abi nahm sie an der 9. Staffel von Germany's Next Topmodel teil und schaffte es bis ins Halbfinale. Betty war ein absoluter Publikumsliebling und startete danach als Model und Influencerin durch. In Upcoming stellt sich diese Woche Diana vor. Mein Name ist Diana bzw. Dia dem Lori. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Berlin, mache Social Media seit ziemlich genau einem Jahr. Also ich habe TikTok Ende Januar, Anfang Februar angefangen und Insta so Ende Februar, Anfang März in dem Dreh. Nebenbei studiere ich noch BWL im 3. Semester. Jedoch weiß ich nicht, wie lange noch, weil es macht mir ehrlich gesagt nicht so viel Spaß und es beansprucht sehr viel Zeit und zusammen mit Social Media ist es ziemlich schwierig. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Also, ja, mal gucken.
In meinen Augen ist an mir nicht wirklich was Besonderes, aber ich denke, das ist genau das, was meine Zuschauer an mir mögen, weil sie können sich mit mir identifizieren und sehen einfach, dass der Alltag nicht immer perfekt ist, wie es auf Social Media oft dargestellt wird, und ich bin obviously nicht perfekt. Auch bin ich froh, sagen zu können, dass ich von Social Media auf jeden Fall leben kann. Es ist wie so ein Traum von mir. Also es war nicht immer mein Traum, Social Media zu machen. Es war immer mein Traum, mir meinen Tag selbst einteilen zu können, zu machen, was ich will, wie ich es will, kreativ Dinge umzusetzen oder mit Leuten einfach in Kontakt zu sein und meine Meinung zu äußern. Das war schon immer so, das war mein Ding, und das macht mich richtig glücklich, dass ich davon jetzt tatsächlich auch leben kann. In unserer Inspiration of the Week geht es dieses Mal um einen Künstler, der unserer Gesellschaft ganz schön auf den Zahn fühlt. Der dänische Künstler Johan Dechmann zeigt mit seinen Buchcovern, was uns heutzutage bewegt. Von Alltagsproblemen über Ängste bis hin zu Selbstdarstellung und der vergeblichen Suche nach Liebe. Uns hat der Künstler exklusiv erzählt, wie er auf diesen besonderen Kunststil kam und was er mit seinen Werken erreichen will. Hello, I'm Johan Dechmann. I live in Copenhagen, Denmark. I work as an artist, but I'm also a psychotherapist and an author. I've been painting for many years, but one day, about 5 years ago, I was reading in a beautiful old copy of Sartre's Being and Nothingness. And it occurred to me that words would become my artistic tool. I aim to reach my audience on a personal level, like I already do in my psychological practice. But when I exhibit my text-based works in galleries or I display them on social media, something bigger happens. Something that could never happen in my office. To communicate on such a personal level with so many people at the same time, and to make many people see themselves more clearly through art, that's very unique. And that's what drives me. Das war's auch schon wieder von Place to Be Stars und Stories. Wenn ihr noch mehr Stars und Stories möchtet, dann folgt uns auf Instagram @placetobe.